Geh mich nie um. So, da haben wir unsere ersten beiden Textseiten ja schon mal. Das ist schon mal schön. Können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was bauen. So, kann ich jetzt da. Hier waren wir, ne? Genau. Fertig. Gut. Markierung hinzufügen. Markierung löschen, aber die will ich nicht weiß haben. Machen wir mal in rot. Genau, so. Ab dafür. Ab dafür. Mäh. Komisches Schaf, das. So. Ups, Stück zurück. Gut. Rein theoretisch könnten wir jetzt den Schlachtertisch bauen. So, die können wir erstmal, ja, ich weiß, vollkommen überladen, ja. Die können da rein, die können da auch rein. Da haben wir nur das Gedönszeugs drin. Und da können wir eigentlich den Rest reinräumen erstmal. Und die kann ja wieder raus. Das kann da rein, das kann da rein. Das können wir hier lassen. Und das können wir hier lassen. So. Dann wollen wir mal hier reingucken. Nee, du sollst doch nicht schon wieder losfahren. Bist du denn deppert? Du sollst ausräumen, Junge. Ausräumen, ausräumen. Rindenmulch. Wieso habe ich denn Rindenmulch mitgenommen, ich Trottel? Den wir auch schenken können, ey. Den Rindenmulch hätte ich mir echt schenken können. Den braucht kein Mensch. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir nochmal dazu. Ja, klar. So, jetzt aber. Hoffentlich klappt das jetzt so. Dass man mich gut hört. Ja. Ich könnte wieder fast zu leise sein, ne? Erstmal ausräumen. Wir schleichen um die Ecke. So, hier, warte mal. Da haben wir eine Kiste. So, da können wir da erstmal. Da haben wir eine Kiste. Ne, das kommt da nicht rein. Das brauchen wir da nicht. Die kommen da auch nicht rein. So. War natürlich ein Problem, weil wir wieder eine Kiste zu wenig. Ganz gut. Wir könnten auf jeden Fall. Moment. Machen die erstmal wieder an hier. Einmal. Zweimal. Die machen wir wieder an. Die müssen wir wieder anmachen. Die brauchen wir noch. So. Hier könnten wir eigentlich auch gleich wieder anmachen. Moment. Da können wir auch gleich wieder anmachen. So. Gut, hier ist auch wieder an. Können wir nämlich gleich Wasser machen. So, einmal Wasser auffüllen. Und einmal Wasser auffüllen. So. Was sagen denn unsere Werte jetzt? Wie sieht es da aus? Weiß keiner so genau, ne? Ach, ja, warte mal. Inventar. Butter. Was ist das eigentlich? Vitamine, okay. Gönnen wir uns das mal, gönnen uns das mal, das mal, das mal. Sehr schön. So. Jetzt haben wir noch Kartoffeln und Coca-G. Haben wir auch noch. Wir müssten aber auch oben mal noch ausbauen. Wir können oben schon mal anzeichnen. Oben können wir schon mal anzeichnen. Würde ich jetzt auch vorschlagen. Wände. Einmal. So. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünf. Sechs. Sieben. So, dann machen wir da das hin. Hier machen wir den hin.
Da machen wir eine Tür hin. Aber hatten wir nicht auch Innenraumtüren? Ja, hatten wir. Dann kann ich den ja erstmal wieder entfernen, wa? Den erstmal weg. Dann können wir nämlich eine Innenraumtür bauen. Nee, das ist die falsche. Wände, die einmal. Inventar. Zweimal. Und die kann weg. Hier kommt auch nochmal eine Tür hin. Dahin. Bauen. Einmal Fenster, zweimal Fenster, dreimal Fenster und da hinten bauen wir auch ein Fenster rein. Und dann kommt da nochmal eine Wand. So. Inventar bauen, Rüstungen. Ich komme da. Sehr schön. So, dann haben wir auf jeden Fall das auch schon mal fertig. Hier fehlt noch eine Wand. Angezeichnet haben wir es schon mal. So. Gut. Sehr schön. Jetzt könnten wir eigentlich den Schlachtertisch gleich mal in Gang setzen. Wir hätten da auch mal vielleicht mal reinnehmen sollen, ne? Wäre sinnvoll gewesen. Voll die Hälfte wieder vergessen hier. So. Technologien. Auf jeden Fall brauchen wir ganz wichtig. Schlachttechnologie. Die will ich auf jeden Fall. So, und dann Mineralextrahierer. Ja, genau. Die beiden nehmen wir uns schon mal. Dann können wir nämlich auf jeden Fall schon mal unseren Schlachtertisch in der Küche platzieren. So. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich die beiden gleich mal schmelzen. Dauert noch einen Moment. Dann können wir nämlich das Wildschwein schon mal zerlegen. Dann machen wir jetzt erstmal Holz rein. Auch mal Holz. Oh. Das liebe Holz, das ist wieder ganz doll viel. So wie immer. Holz brauchen wir wieder mehr als massig. Die sind gleich fertig, ne? Gut. Einmal. Bauen wir die schon mal rein. Müssten wir gleich mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Bin mir gerade gar nicht sicher, ne, da ist was drin. So. Wie viele haben wir denn jetzt? 9, haben doch 10. Was soll denn das? Warum quälen wir uns denn da so rum? Wir haben doch schon 10 Stück. Brauchen wir uns ja gar nicht rumquälen. Dann bauen wir uns den Schlachtetisch doch mal rein. So. Nee, du nicht, aber du. Mal. So, du kannst mal wieder stehen bleiben. Jetzt wird erstmal das Wildschwein geschlachtet. Einmal Wildschwein schlachten, gratis. Juhu. So, dann haben wir jetzt nämlich auf jeden Fall schon mal unseren Schlachtetisch und können jetzt auf jeden Fall schon mal schlachten. So. Ja, so, zack. Ich glaube, der steht verkehrt rum, der Tisch, ne? Roher Speck, schön. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch eine Kiste hier. Erstmal. Eine Kiste. Eine Kiste brauchen wir. Eine Kiste. So, und den Schlachtertisch, den können wir nämlich gleich nochmal umdrehen. Aber erstmal brauchen wir jetzt die Kiste. Ach ja, wir haben da einmal großes Pelz dabei, einmal Leder.
Wo können wir das eigentlich noch untergebracht kriegen? Ich glaube, da hinten in der Kiste. Ich glaube, das kriegen wir in die Kiste hier hinten noch rein. Da kriegen wir das rein. So, jetzt können wir uns die 10 Bretter holen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und einmal Hände waschen. Damit wir uns hier nicht irgendwas einfangen haben. Das wäre natürlich nicht so toll, ne? Das wäre scheiße. Jetzt schleichen wir wieder eine Runde rum. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Ich spiele ja gerade was anderes. Da will ich dann auch nochmal weitermachen, denn demnächst. So. Okay. So. Jetzt können wir erstmal das ganze Gedöns jetzt mal weg. So, und das kann da auch noch mit rein. Und dann können wir den hier jetzt erstmal drehen. Nee, so, genau. Kann ich den denn dann auch drehen jetzt? Na, jetzt kann ich natürlich wieder nicht entstehen, ne? So. Sehr schön. So. Gut. Das haben wir auch. Dann brauchen wir jetzt eigentlich erstmal wieder jede Menge Holz, um oben das fertig zu bauen. Das holen wir uns auch mal schnell. So. Noch eine Runde Holz holen hier. Warum ist denn jetzt hier eigentlich mein ganzer Status-Bildschirm weg? Hä? Wo ist denn jetzt mein Status-Bildschirm? Ja, schön. Moment, was ist denn jetzt los? Warum ist denn jetzt auf einmal das Gedöns da weg? Ah, halt. Ah, F8 war das. Okay. Der war's. Ah, jetzt ist wieder da. Gut. So. Na, noch mehr Holz hier. Gib mir mein Holz her. So, ab geht er. Los! Was ist los mit dir hier? Lass ihn runterfahren. Hä, wieso ist denn jetzt schon wieder raus? Nee, doch nicht. Komisch. Naja, gut, wir gucken mal, ob wir so hochkommen, das weiß ich jetzt noch nicht. Ob wir die Treppe auch mitnehmen können. Ja, können wir mitnehmen, ganz cool. Das ist natürlich cool. So, dann können wir nämlich hier erstmal, da haben wir glaube ich schon drin, ne? Ja, da rein. So, dann kommt da rein. Da rein. Und da rein. So, dann können wir jetzt mit dem Ding erstmal wieder runterheizen. Und mal ganz schnell neues Holz holen hier. Das bisschen Holzfarming gerade angesagt. Ne, würde ich mal sagen. Wollen ja mit der Base auch irgendwann mal fertig werden hier. Bei Unisäun hier. So. Einmal, zweimal, dreimal. So, hier rein. Hier da rein, so, ab dafür. Abflug! Einmal Abflug. Und hoch damit, genau. So. So, da haben wir jetzt das. Da kommt das rein. Da rein. So, den da rein. Ach, den haben wir schon. Den haben wir auch schon. Den noch da rein. So, ach nee, falsche Richtung. Wir können ja eigentlich gleich wieder runter machen hier, ne? Und Abflug. So. Einmal Axt rausholen hier.
So. Dim, 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 dim. Hat man nicht noch mehr Holz? Ach, verdammt. Dann nehmen wir den noch mit. Der müsste reichen. Dass man das Wasser in Regale lagern kann, das ist mir schon bewusst. Das weiß ich schon. Aber eben nur das Wasser und das Mehl und nicht das Gemüse. Das ist schon länger drin mit den Regalen. So, wir bräuchten hier aber, glaube ich, gleich nochmal eine Tech-Seite. So, einmal. Zweimal. Nein! Soll ich dir noch fallen lassen, ich Trottel? Wo ist andere Holzking? Schönst da. Oh, verdammt. Habe ich doch glatt weg das Holz fallen lassen hier. So, da haben wir drei drin. Da haben wir jetzt auch drei drin. Gut, dann holen wir jetzt erstmal Bretter und gucken, wie weit wir da jetzt kommen. Können wir schon mal gleich neue drauf machen. Und hier nehmen wir die Bretter mit. Gut, gut, ab dafür. Einmal, zweimal, dreimal. Da passt nur noch drei rein. Gut, brauchen wieder Bretter. Ich würde jetzt mal langsam so gerne da oben auch mal fertig werden, sodass die Base an sich schon mal fertig wäre. Das wäre schon mal ganz cool. Dann könnte man nämlich echt mal anfangen, die Deckseiten holen. Zumindest das hier oben. Ich muss ja dann eh noch hinten rausbauen. So, mehr jetzt nicht. Das Holz nehmen wir gleich mit. Das nehme ich auch mit. Die kommen da rein. So, wollen wir mal hoch hier. So. Jetzt fehlen uns immer noch ein paar Bretter, würde ich sagen. Aber uns fehlt auch Holz, also müssen wir eh nochmal los. Wir müssen wieder loseiern. Wir brauchen noch Holz. Ibi! So, dann können wir gleich mal gucken. Moment, was ist das hier? Das ist Mais. Den nehme ich mit. So. Das haben wir auch dann schon mal. Da kommen wir schon mal weiter hier der Geschichte. Wa? Dann können wir nämlich hinten nämlich auch schon mal anzeichnen, wo ich nachher so NPC-Gebäude und so weiter bauen will. Eigentlich möchte ich ganz gerne nämlich über das Wasser mit rüber bauen. So, Holz. Jetzt wird es auch schon wieder fast dunkel. Jetzt können wir schon wieder fast pennen gehen, ey. Lass doch mal heulen. Lass mal noch ein paar Bretter bauen. Noch ein paar Bretter machen hier. In der Zwischenzeit fülle ich das Ding schon mal wieder auf. So, einmal, zweimal. Die können wieder da rein. Ist nichts mehr. Gut, dann müssen wir nochmal los. Aber ja, Bretter brauchen wir, brauchen Holz auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, das ist nachher mit der automatischen Säge wird halt nachher definitiv einfacher. Moment. Pack ich doch, da ist doch was. Eine Gurkenpflanze, die nehme ich mit. Gurkenpflanze nehme ich immer mit. So. So. Und so. So, dann können wir uns nämlich demnächst schon mal gleich hier so einen Erzbohrer aufbauen. Da können wir gleich mal gucken, was wir dafür brauchen. Dann können wir nämlich in die Höhle rein und können schon mal den Erzbohrer aufsetzen. Das ist nämlich auch nicht schlecht. So. Einmal, zweimal. Ah, die beiden da rein. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Holz gefarmt. Jetzt können wir mal gucken, was brauchen wir denn jetzt? Wie sieht denn das jetzt hier bei unserem Futter wieder aus? Das sieht doch schon wieder schlecht aus.
Schmutziges Wasser. Haben wir noch sauberes Wasser? Also hier haben wir auf jeden Fall was zu essen. So, ja, ich weiß. Nee, das brauchen wir nicht, aber das brauchen wir. Trinken. So. Sehr schön. So, dann machen wir hier gleich mal das Wasser wieder voll. Das Wasser wieder voll. Und da rein. Und dann können wir hier auf jeden Fall schon mal den Gedöns da reinpacken. Das könnt ihr noch essen. Und ein bisschen Speck können wir braten. So, den gönnen wir uns auch noch. Und der Scheiß kommt erstmal da drauf. So. Jetzt sagt die Tic-Tac 40 Grad gerade. Oha. Tic-Tac sagt 10 Uhr. Wir könnten eigentlich noch ein paar Bretter sägen, ne? Könnten aber auch erstmal schlafen. Lass ihn schlafen. Dann ist es nachher wieder hell, dann passt das wieder besser, glaube ich. So. Gut, wir brauchen was zu trinken. Gut, das haben wir schon mal. Das kommt da rein. Und das kommt da rein. So. Brauchen wir nochmal ein paar Bretter. Und nochmal ein bisschen Holz. Eine Fuhre Holz hole ich jetzt noch. Dann gucken wir gleich mal, was wir brauchen für den Ofen. Für diese Schmelze. Dann können wir die nämlich gleich bauen. Dann können wir schon mal Erz erforschen. Erze plündern. Ah, okay. Der Baum war dahinter. Macht nichts, nehmen wir den hier eben. Auch gut. So. Dann bringen wir das noch runter, schneiden schon mal ein bisschen Bretter wieder. So. Das gleich mal machen und dann können wir nämlich jetzt mal reingucken. Ein platzierbares. Sonstiges. Mineral. Ein Eisenbahn. Na, da haben wir noch was vor uns, wa? Da haben wir ja noch was vor uns, würde ich sagen. Oh, hier muss erstmal wieder was rein. Einmal, zweimal. Dreimal. Viermal. Und ich glaube, in denen müsste dann auch wieder was rein, ne? Ja, der sieht auch schon wieder sehr mau aus. Gucken wir auch gleich nochmal nach. Aber auch der Rindenmilch mit rein da. Gut. Wir schmelzen. Ja, das ist ja schön, dass das noch kommt. Wie gesagt, das ist halt alles sehr unkoordiniert und unproduktiv, ne? Ich meine. Naja, warten wir mal, wann es kommt. Keine Ahnung. Ich nix wissen. So. Das kann da rein. Die können alle da rein. Mit dem da zusammen. Und mal 18 Eisenbarren. Haben wir ja was vor uns, wa? Na gut. Da haben wir noch was vor uns heute. So, dann nehmen wir mal die Bretter mit. Ja, hat den Roboter auch schon? Welchen Roboter? Was ist mit Roboter? So. Einmal. Zweimal. Einmal. So, wir brauchen noch ein paar Bretter und dann müssen wir noch die Innenwände machen. Und dann können wir das Dach machen. Dann können wir nämlich das Dach machen. Und dann haben wir wenigstens die erste Base-Baustufe schon mal erreicht. Find's ganz cool eigentlich. Weiß noch nicht, was sagt ihr dazu? Wie gefällt euch das hier? So, wir brauchen noch Bretter. Noch mehr Bretter. Gib mir die Bretter.
Okay. Naja. Muss ich jetzt nicht zwingend haben. Also, weiß ich nicht. Aber gut. Ist ja seine Sache. Ja, Entwicklersache. So, wir machen hier weiter. Das ist, ne, ne, danke schön, danke schön. Ja, ne, ich musste ja auch mal wieder erstmal wieder anfangen. Und das Geile hier in dem Spiel ist ja, du hast wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, was zu bauen, ne? Also du bist nicht gezwungen, einfach nur einen Borgwürfel zu bauen, sondern du hast die Möglichkeit, schöne Treppen zu verbauen, schöne Wände, du kannst mit Pfeilern arbeiten, musst du ja teilweise auch. Finde ich ganz geil, macht Laune. Ist schon cool gemacht. So, jetzt brauchen wir noch ein Dach. Genau, hier haben wir nämlich die Tür für das. Genau, so wollte ich das haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht das jetzt mit unserem Dach aus? Bauen. Ja, ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Es war eigentlich mal wieder an der Zeit. Es musste mal wieder sein, ne? Es war mal wieder nötig. So, Dächer. Da haben wir solche Dächer und Holzgiebel. Einmal. Zweimal. Einmal. Und zweimal. Ist das jetzt der Holzgiebel, den ich haben wollte, oder ist das der falsche? Nee, das ist der richtige. Genau. So, jetzt können wir nämlich. Ja, das ist doof, ne? Warte mal. So, wir den 1, 2, 3, 4. Ne, die Wände passen besser. Warte mal. Das nehmen wir mal wieder weg. Einmal weg. Zweimal weg. Einmal weg. Und zweimal weg. Wir müssen das anders. Ich will das ein bisschen anders bauen. Einmal. Na, zweimal. Dreimal. Du kommst nach da. Viermal. So. Dann brauchen wir die noch. Eins. Dann. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt müsste ich eigentlich den da oben noch mal draufsetzen können. Und das geht natürlich nicht. Es war mir klar. Du kannst kein ganzes Hochdach bauen. Das ist natürlich scheiße. Schade, schade. Das geht nicht. Ja, dann können wir das andersrum machen. Dann können wir das auch andersrum bauen. Das mit einem Flachdach will ich ungerne. Das weg. Na, steh doch du da nicht. Du sollst weg, du Arsch. Und du auch. Na nun, was ist denn hier? Warum nimmst du den denn nicht weg jetzt? So, dann können wir nämlich den doch so rumbauen. So. So. Und ihr dahin. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir dafür. Da brauchen wir nur Bretter. Okay. Nur Bretter. Warum? Ich bin begeistert. Also kann ich im Grunde genommen schon wieder nur Holz holen, ja? Ach ja, ist das nicht herrlich. Hier wachsen schon keine Bäume mehr nach. Das ist schon vorbei. Sehr schön. Und weiter geht's und weiter geht's. Wir wollen noch weiter hacken. Nochmal Bäume. Komm mit Wagen, wir brauchen noch mehr Holz. Wir brauchen noch mehr Holz. Das reicht noch alles nicht an Holz hier. So, und wieder zurück. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen.
Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.